Naja, weil die Nakoa-Woche an sich einfach eine mega geile Aktion ist. Und ich meine, es geht ja am Ende des Tages um nichts anderes als genau die betroffenen Kids, die normalerweise wenig oder gar kein Gehör bekommen, endlich mal ins Rampenlicht zu stellen. Diese Woche ist nur für euch und ich bin da einfach mega dankbar für, ein Teil davon sein zu dürfen, mein Teil auch dazu beitragen zu können. Und ich meine, ich sag mal so, je mehr Menschen am Ende des Tages davon mitbekommen, je mehr Menschen daran teilnehmen, desto größer wird das Ganze und desto mehr Kids kann geholfen werden. Ja, am Ende ganz einfach, dass so viele Kids, so viele betroffene Kids wie möglich da draußen die Chance kriegen, einen Raum kriegen, wo sie offen und ehrlich über ihre Sorgen, Ängste und Probleme sprechen können. Weil machen wir uns mal nichts vor, viel zu viele Kids da draußen haben diese Möglichkeit gar nicht, haben niemanden, mit dem sie offen sprechen können. Und genau das ist das Problem. Aber genau das ist das, was diese Gruppen einem geben. Ein Raum, wo man offen über all seine Probleme sprechen kann. Und ich meine, ich habe es ja selber erlebt. Ich war damals total ängstlich, total verschüchtert. Komm da rein und merk dann aber auf einmal, hey, da sitzen ja fünf, sechs andere Kids, die genau dasselbe erlebt haben wie ich, die genau dieselben Probleme haben wie ich. Und dann fängst du an zu verstehen, und das hat mir einfach damals so viel Kraft, so viel Power gegeben. Ich bin da super, super dankbar für und sag auch immer wieder, dass ich nicht wüsste, wo ich heute wäre ohne diese Gruppe. Ich wünsche mir mehr von solchen Gruppen, damit am Ende des Tages mehr Kindern und Jugendlichen geholfen werden kann, als es im Moment der Fall ist. Und vor allem, dass die ganze Suchtarbeit, die Kinder- und Jugendarbeit endlich mal finanziert und unterstützt wird vom Staat und von der Regierung. Weil es kann nicht sein, dass so viele Kinder und Jugendliche in Deutschland, auf der ganzen Welt, nicht die Hilfe kriegen, die sie eigentlich bräuchten, die völlig alleine sind mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen. Aber dafür braucht es Fachpersonal, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Ehrenamtliche. Diese Leute machen so einen tollen Job, aber ohne geht's einfach nicht.